Moment. So, heutiges Thema ist Aquarium. Nicht, dass du schon eins hättest, aber dieser fiese Gedanke, ich will sowas haben, der hat sich schon da implantiert. Wir nennen das Salzwasservirus. Und keine Sorge, gibt es keine Impfung für. Also das wird es nicht geben. Und wenn, dann arbeite ich auf jeden Fall dagegen. Nur die grundsätzliche Frage ist halt, heute gehen wir mal drüber, willst du dir das echt antun? Also möchtest du wirklich eins der schwerstzuhaltenden Heimtiere nach Hause nehmen und dich in die Fänge der Meerwassermafia begeben? Wenn ja, dann schau weiter, könnte spannend werden. Also, es geht um Meerwasseraquarien, ob du dir das antun willst. Ich meine, wenn es nach mir geht, klar, ich habe ein Meerwassergeschäft, ich verkaufe das Zeug, mach, kann nie groß genug sein, aber ist auf jeden Fall ein ganz tolles Hobby. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass es natürlich etwas Arbeit mit sich bringt, Aufwand, nicht zu unterschätzende Diskussion mit der Regierung. Also man sollte das vorher dann schon abgeklärt haben, ob das dann soweit auch alles passt. Manchmal ist es ja wichtig, dass der Schrank zum Wohnzimmerschrank passt oder zur Deko im Hause. Das sind so alles Dinge, wo meistens die Herren der Schöpfung etwas Rücksicht nehmen müssen. Da lobe ich mir meine Damen, denen ist das meistens völlig Banane, weil wenn die ein Meerwasserbecken wollen, stellen die einfach eins hin. Also ich habe das eher selten, dass die Damen die Regierung fragen, ob sie sich ein Meerwasserbecken leisten können oder wollen. Also liebe Damen, das ist ein Video auch für euch. Macht einfach dieses Thema, holt euch schöne Korallen rein. Ist noch lustiger wie Schuhe kaufen und ist auch für uns gut, weil wenn ihr dann mal nämlich den Meerwasservirus habt, dann weiß ich, dann seid ihr komplett weg vom Fenster und es macht mir immer einen Heidenspaß. Also die grundsätzliche Frage ist, habt ihr geklärt für euch, was es bedeutet, ein Meerwasseraquarium zu besitzen? In der Anfangsphase ist das ja immer super spannend. Man sieht ganz viele tolle Tierchen, man hat irre tolle Aquarien, die man sieht, kommt vielleicht aus dem Tauchurlaub raus, hat das alles gesehen und will das jetzt zu Hause haben. Und mit jedem Spielzeug ist es halt so, dass es am Anfang immer total spannend und interessant ist. Und dann geht man in die Läden rein, geht zu Facebook, geht was weiß ich wohin und hört dann eigentlich die ganze Zeit, das geht nicht oder das kann man nicht machen oder dies kann man nicht machen. Und deswegen machen wir heute mal das Video für euch. Was muss ich überhaupt an einem Meerwasserbecken machen? Wie starte ich dann noch ein bisschen dazu? Und welche kleinen Tipps und Tricks, damit es eben, wie gesagt, sowohl mit der Regierung als auch mit dem Finanziellen dann hinterher kein böses Erwachen gibt. Und man auch ein tolles Becken hat. Dazu geht's gleich weiter. Also, wenn es dich jetzt so weit erwischt hat und du jetzt sagst, dass ich möchte ein Aquarium suchen, dann geht das natürlich los. Wo stelle ich es hin? Wie groß ist das Aquarium? Welches soll ich nehmen? Und es beginnt eigentlich so diese Reise, wo man als Beginner ehrlich gesagt auch nicht wirklich eine Chance hat, das Richtige zu finden. Und viele machen dabei einfach auch tatsächlich den Fehler, dass sie in der Planung schon versuchen, alles perfekt zu machen. Und da kann ich euch einen ganz guten Tipp geben, lasst es sein. Das klappt nämlich nicht. Ihr werdet 100 verschiedene Meinungen hören, 1000 verschiedene Gründe, warum das geht, warum jenes nicht geht. Und ich sage euch, das ist alles totaler Quatsch. Diese Produkte, die ihr heute in den Meerwasserläden findet, mit denen kann man alle ein Meerwasserbecken betreiben. Punkt. In der Detaillösung nachher, das kommt alles sehr viel später dran. Was euch mehr liegt, welches System, wie man miteinander arbeitet, welche Tiere ihr reinsetzen wollt, das kommt immer alles erst hinterher. Allerdings, wo ihr Zeit investieren solltet, ist, welche Tiere kann ich halten, was macht Sinn und oder habe ich eine bestimmte Richtung, dass ich sage, ich möchte mein Becken zum Beispiel nur mit Nachzuchten betreiben. Kann man machen. Stellt man aber irgendwann mal fest, wie so ziemlich jeder da das schon probiert hat, dass ab und zu mal wieder was gebraucht wird, was vielleicht als Nachzucht noch gar nicht verfügbar ist. Und bevor man jetzt da das schlechte Gewissen kriegt und dann schon fast am Boden liegt, weil man seine Moral nicht aufrechterhalten hat, es ist auch völlig in Ordnung, wenn man mal einen Krebs, eine Garnele, eine Schnecke vielleicht aus dem Meer direkt holt. Deswegen stirbt da kein Riff ab und deswegen hat man auch nicht dazu beigetragen, dass die Welt untergeht.
Das machen schon andere Leute auf dieser Welt, aber ihr mit Sicherheit nicht, nur weil ihr mal eine Garnele, eine Schnecke oder selbst einen kleinen Fisch dabei habt. Das kann ich euch wirklich versichern. Also das Wichtige ist, geht ins Netz. Sucht euch tatsächlich Becken, Aquarien aus, die euch gefallen. Damit der Händler, wenn ich das jetzt zum Beispiel bin, für mich ist es halt super einfach, wenn ich weiß, Mensch, sowas möchte ich haben. Wir haben kein das Meerwasser-Aquarium. Wie im Süßwasserbereich, wenn ihr euch da ein bisschen auskennt, haben wir Pflanzenbecken, wir haben Becken, die wir mit Mischung machen, wir haben aber auch High-End-Aquarien. Und den größten Fehler, den ihr machen könnt, ist versuchen, es perfekt zu machen, ohne Gefühl da reinzugehen, sich an irgendjemanden zu orientieren, der bereits 20, 30 Jahre Meeresaquaristik macht und der nur seine Bilder zeigt, die im Facebook jetzt drin sind, wie toll sein Aquarium ist. Was euch nämlich davon keiner erzählt ist, wie lange der Weg gegangen ist, bis er überhaupt zu diesem Ergebnis gekommen ist. Und ich kenne relativ wenig Händler, die jetzt mal ihre Probleme zeigen oder mal ein Becken zeigen, das in die Hose gegangen ist. Mit dem wird üblich keine Werbung gemacht. Also entspannt euch, sucht euch erstmal raus, was ihr überhaupt haben wollt, welche Größe, wo passt es hin, Strom, FI, die ganzen Fragen. Einfach nur hinsetzen, sich mal einen Kopf drüber zu machen, aber nicht zu perfekt machen, weil meistens ändert sich das hinterher sowieso wieder. Noch kurz was zum Thema Sicherheit. Die heutigen Produkte oder Aquarien, die haben natürlich alle ihr CE-Zeichen und den ganzen Wischiwaschi-Kram, den man heute so alles braucht, damit ein Produkt safe und sicher ist. Trotzdem, der gesunde Menschenverstand sagt einem natürlich auch klar, dass bestimmte Produkte, Futtermittel, Wassertests etc. nichts in den Händen von Kindern zu tun haben. Kinder gehören ans Aquarium und das ist das Beste, wie man ein Kind heute beibringen kann, dass man auch Respekt vor anderen Lebewesen hat. Und Kinder sind prinzipiell unfassbar fasziniert. Für die werdenden Papis zum Beispiel, nimm den Maxi-Cosi, stell ihn vor ein Aquarium, lass einen gelben Dock hin und her schwimmen und glaub mir, du hast Ruhe vor dem Herrn. Aquarium, Baby, schlafen. Jetzt mag man natürlich wiederum die kleine moralische Bremse haben. Ich kann doch jetzt aber keinen gelben Doktor dafür aufbringen, dass mein Kind beruhigt ist. Ich sag euch eins, doch, das geht. Weil wenn man übermüdet ist und gestresst von so einem kleinen Hosenscheißer, der einen dann auch noch anbrüllt die halbe ganze Nacht, da finde ich, dass es eine ehrenvolle Aufgabe für den gelben Doktor ist, dafür Ruhe zu sorgen und einen ordentlichen Aquarianer aus dem Kind zu machen. Und das gibt es ja sogar schon als Nachzucht. Also mein Rat, wenn ihr kleine Kinder habt, gelben Doktor rein, die sind safe, der springt auch nicht raus, der beißt auch dein Kind nicht, das ist total cool, gibt es als Nachzucht, also kann man noch die grüne Fahne wedeln und dann habt ihr echt ein bisschen deutlich entspannteres kleines Erwachsen werden von Kindern. Ich habe 3 von denen. Ich weiß Bescheid, glaubt's mir. Normalerweise fangt ihr ja, wenn ihr so eine Idee habt, ein Meerwasserbecken einzurichten, dann fangt ihr an, jetzt im Internet nachzugucken. Und bei 1000 Seiten und 800 Händlern und 5 Millionen Privataquarianern, die absolute Vollprofis sind, glaube ich, fällt euch das unglaublich schwer, überhaupt herauszufinden, wo gehe ich hin? Was? Zu wem? Wer sagt was? Da ist der eine, der seine Videos macht im Netz drin, der weiß immer alles und der nächste macht sie lustig, der übernächste zeigt nur seine tollen Aquarien. Aber wo gehe ich jetzt hin? Und wie finde ich überhaupt raus, ob derjenige, zu dem ich da gehe, ob der vielleicht auch tatsächlich einen Plan hat? Grundsätzlich, nein, es ist nicht so, dass in jeder Baumarktabteilung Leute arbeiten, die keine Ahnung haben. Es gibt hervorragende Aquarianer, die auch unter anderem mal in einem Baumarkt arbeiten. Einfach deswegen, weil es Aquarianer sind und ihnen der Job und die Tiere lieb sind und nicht so sehr darum, was jetzt draußen auf der Firma draufsteht. Es gibt hervorragende Betriebe, wo tolle Fische haben, wo machen. Und es gibt nicht nur ein oder zwei, sondern es gibt wirklich viele, vor allem mittlerweile auch junge Menschen, die in die Jobs reingehen, die wirklich gut ausgebildet sind, die einfach Bock haben, was zu machen. Ja? Die auch zu uns kommen, sich zertifizieren lassen mit ICP-Beratung und ein bisschen von unserer Erfahrung nutzen. So, für dich aber ist so ein Zertifikat, das du bei uns zum Beispiel finden kannst über die Laborseite, das sind zum Beispiel alles erfahrene Leute, zu denen du auf jeden Fall hingehen kannst, weil die wissen, was sie tun. Es gibt aber auch in diesen Bereichen immer wieder Spezialisten. So haben wir zum Beispiel unseren Freund Marc Obermüller zum Beispiel von Nautilus Aquaristik, ist ein absoluter Fischspezialist, der über die Erfahrung weiß ganz genau, welchen Fisch, wann, wie, wo. Und das sind einfach Menschen, die halt sagen, nein, diesen Fisch kannst du nicht haben, weil er nicht reinpasst, weil er nicht gut ist. Und das ist wichtig, dass ihr so jemand habt. Weil was ihr braucht, sind Mentoren, Leute, die euch an die Hand nehmen und euch fürs erste Jahr etwas begleiten, damit ihr die Zeit habt, euch um Technik zu kümmern, damit ihr euch mal um die Tiere kümmern könnt, damit ihr euch einlesen könnt, weil es eben ein unfassbar breites Feld ist, von Computertechnik bis hin nachher zum letzten Tier oder der Biologie. Und
Es gibt viele Firmen, die sich ein bisschen spezialisiert haben. So ist es durchaus normal, dass manche Menschen, die sind bei uns in puncto Chemie und spezielle Korallen. Andere wiederum sind dann jetzt wie zum Beispiel entweder bei Mark oder bei Firma Menzel oder gibt ja genügend, kann ich jetzt nicht alle aufzählen, gehen dann dahin zum Beispiel, um sich jetzt zum Thema Fische beraten zu lassen, während der nächste vielleicht wieder zu unserem Freund Jonas Stratmann gehen, wenn es darum geht, sich technisch eine Anlage aufbauen zu lassen, um da einen Berater zur Pflege zu haben. Das ist also auch völlig okay, sich Mentoren zu suchen. Und was ich euch nur raten kann, vermeidet Dementoren. Denn alle die, die euch im Endeffekt aussaugen, wo es dann schon darum geht, dass ihr ein Angebot bekommt für euer Aquarien, das länger ist als die Zubehörliste für ein neues Fahrzeug. Das braucht ihr alles nicht. Und was ihr alles braucht und welche Tiere ihr nehmt, dann, wenn ihr euer Aquarium starten wollt, da folgen jetzt Videos dazu, wo wir da nochmal im Detail eingehen, welche Tiere passen auf gar keinen Fall und welche sind die kleinen Grundtipps zum Starten eines Aquariums und was braucht man zu Beginn wirklich. Als Vater dreier Kinder weiß ich ja, dass Lesen heutzutage so eine Angewohnheit ist, die ist nicht mehr so ultramodern. Leider Gottes gehört sie aber irgendwie ein bisschen zu unserer Gesellschaft und es ist ganz schlau, wenn man auch richtig lesen kann, vor allem es auch tut und versteht. Ich weiß, es gibt unfassbar viel Informationen, kann ich alles kriegen, YouTube machen wir ja selber und was weiß ich was aber. Aber Jungs und Mädels, ohne Scheiß, besorgt euch ein Buch. Es ist gar nicht mal so wichtig, ob das Buch jetzt zum Beispiel von Herrn Knopp ist oder Einstieg in die Meeresaquaristik. Es gibt so 5, 6 verschiedene Bücher, die alle ihren Wert haben, teils gut geschrieben sind. Und ja, sie sind teilweise veraltet, das stimmt. Allerdings, was vor 15 Jahren Salzgehalt war, ist er heute auch noch. Und genauso wie man Carbonat hätte misst, machen wir heute auch noch so. Also die Grundlagen, die Basics, mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie was läuft, das findet sich in Büchern. Und was gibt es denn Besseres, wenn man auf der Toilette sitzt, als sich mal ein schönes Buch, wie zum Beispiel vom Tanner anzusehen, oder tolles Magazin, was es für 1 Euro schon gibt, vom Robert Bauer und von Anker und Meer, die machen dieses Magazin, also Korallenriff-Magazin. Und da seht ihr einfach Beispiele, wie man ein Aquarium macht, da wird ein bisschen über Probleme geredet, ihr seht aber auch Werbung von verschiedenen Firmen, wir sind auch mit drauf da. Kriegt ihr übrigens bei jedem Händler. Und da habt ihr mal eine Grundidee, mal eine Überlegung, wie ihr das machen wollt, wo es hinstellen sollt. Habt praktische Beispiele mit dabei, die jetzt nicht so direkt gleich offensichtlich sind mit einem 5-Meter-Aquarium in einem Wohnzimmer drin, das natürlich immer gerne in Videos und sonst irgendwo gezeigt wird, aber für euren Einstieg im Grunde genommen erstmal nicht besonders viel bringt. Wenn ihr jetzt soweit seid, dass ihr alles gelesen habt, die Freigabe der Regierung bekommen habt, dass ihr auch tatsächlich dahin gehen könnt, ein kleiner Tipp von mir an die Jungs, nehmt sie mit. Nehmt sie auf jeden Fall mit. Lasst ihr 1, 2 Sachen schon mal raussuchen, was ihr dann halten könntet. In der Regel ist es einfach so, dass diese sehr bunten Sachen und sehr farbigen Sachen dann oft automatisch ausgesucht werden. Und ja Gott, wie ist halt, leider Gottes braucht man dafür dann doch das etwas größere Aquarium und das etwas bessere Licht und natürlich auch die Technik dazu. Jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder Ärger ohne Ende, aber kleiner Tipp, nur unter die Jungs, Mädels weghören, das macht auf jeden Fall. So, jetzt habt ihr einen Händler gefunden. Wie gesagt, sucht euch einen raus, der euch was zu zeigen hat. Geht rein, wenn die Becken sauber sind, wenn keine toten Tiere drin rumliegen, wenn er Öffnungszeiten hat, wenn auch über ihn gut berichtet wird, über die Facebook-Gruppen oder Seiten, was ihr dann sehen könnt. Geht einfach mal hin, lasst euch einfach mal beraten. Und die Grundlage, die Grundtipps, womit ihr startet, ist einfach folgende. Weniger ist mehr. Holt euch ein Aquarium in ausreichender Größe, das was passt. Dann braucht ihr ein Versorgungssystem. Da gibt es verschiedene, manche sind etwas einfacher, manche etwas komplexer. Bei uns ist es zum Beispiel, wenn man einmal das Ready-to-Reef hat, wo man eine Flasche für braucht, um sein Becken zu versorgen. Auf der anderen gibt es dann das Spalling-Light-System, wo man eben 3 Flaschen hat, um in Zukunft weiterzukommen. Es ist überhaupt kein Problem, das erste Jahr mit einer einfachen Methodik zu starten, mit einem Fertig-Aquarium zu starten. Wie gesagt, die meisten Systeme heute, mit denen kann man Aquarien machen. Überhaupt kein Problem. Wichtig ist, dass ihr einen Händler habt, der euch auch die richtigen Tiere zeigt. Welchen Einzelter nehme ich mit? Welche Schnecke nehme ich dann rein? Und bei welchen Tieren geht es eben nicht? Auch hier ist weniger mehr. Wenn ihr einen Händler habt, der euch von Anfang an sagt, also wir können kein Dr. Fisch in 200 Liter halten, irgendwas dran, dann ist es schon mal gut. Es ist nicht schlecht. Ich weiß, man hätte es gerne gleich. Aber ein Aquarium, wie ich immer sage, ist eine langfristige Geschichte und für Menschen, denen Angeln zu aufregend ist. Das muss einfach über die Zeit gehen und wachsen. Und ein Jahr, ein Aquarium braucht mindestens 1 Jahr, bis es eine Grundstabilität erreicht hat, bis ihr euch da drin eingelebt habt, bis ihr das Gefühl habt und bis ihr einfach, wie beim Fahrradfahren, beim Autofahren auch, nicht mehr groß darüber nachdenken müsst, wie ihr mit der Technik umgeht. Habt das eingestellt, dann könnt ihr mit den Tieren spielen und könnt auch langsam dieses Gefühl kriegen, ob es meinen Tieren gut geht oder nicht. Das ist nicht automatisch, das ist nicht selbstverständlich
Und deswegen ist es auch manchmal so schwierig. Aber ihr braucht Mentoren, die euch begleiten, die euch das beibringen, die auch auf das Gefühl hinweisen. Und ihr braucht definitiv keine Dementoren, die euch aussaugen, wenn man dann schon eine Zubehörliste sieht, wo ich schon selber sage, Alter, was hast du da vor? Willst du hier Walhaie halten oder was soll das werden? Ja? Die meisten Korallen und Anfängerkorallen sind eigentlich sehr hart im Nehmen. Ja, sie sind nicht besonders empfindlich, sind aber zum Teil auch wunderschön. Das Gleiche gilt in der Diskussion, wie baue ich mein Riff auf? Und sofort hat man so eine moralische Nachhaltigkeitsdiskussion. Ich nehme Keramik, ich nehme dies, ich nehme jenes. Und wenn du dann sagst, lebende Steine, und wir hatten vor kurzem einen Kunden da, der gesagt hat, das will er auf gar keinen Fall, weil er möchte den Raubbau an der Natur nicht unterstützen. Was mir dann aufgefallen ist, ist, dass er eigentlich überhaupt gar nicht wusste, was mit lebenden Steinen auf sich hat und wie die eigentlich gesammelt werden und dass es genau das Gegenteil der Fall ist. Auch jetzt noch kann ich euch nur empfehlen, aus biologischer Sicht, aus Sicht der Gesundheit der Tiere, dass lebende Steine, so sieht ein lebender Stein aus, als Beispiel, dass die so ziemlich das Beste sind, was ihr eurem Aquarium tun könnt. Ihr habt hier alle Bakterien drin, das Becken läuft wesentlich besser an. Jetzt müsst ihr das Becken nicht mit 100 Kilo voll machen. Ihr könnt eine Keramik nutzen, künstliche Steine nehmen, natürliche Steine und setzt ein, zwei lebende Steine mit dazu rein. Und der Erfolg wird euch sicher sein im Aquarium, weil es damit wesentlich einfacher geht. Und ihr könnt euch viel an Zubehör erstmal sparen. Das kommt sowieso früher oder später, wenn ihr mal Problemchen habt, dann könnt ihr euch Bakterien dazu kaufen oder irgendwas dran. Es ist also lange nicht so schädlich, weil es sind wirklich nur gesammelte Steine. Da wird nichts abgehackt, da werden auch keine Korallen runtergeschrubbt oder sonstiges gemacht. Das ist mittlerweile kontrolliert, auch über CITES kontrolliert, jedes Stück. Insofern braucht man sich nicht immer gleich einen Kopf machen. Also, lest euch alles mal durch, geht auf die Webseiten, zum Beispiel eine gute Webseite über korallenriff.de mit unheimlich vielen Berichten, unter anderem von mir auch über lebende Steine. Lest euch das alles mal durch, geht dann zum Händler hin und plant mit ihm euer Becken durch, auch im Besatz. Und welche Tiere dafür gut sind und was man auch auf gar keinen Fall sagen sollte, wenn man dann zum Laden geht, das seht ihr dann in den nächsten Videos, weil den Spaß darf ich mir jetzt gleich erlauben. Das ist nämlich so unser nächstes Video, was wir jetzt gleich im Anschluss drehen. Also nicht wundern, ihr habt das gleiche Hemd an, aber es wird lustig, verspreche ich euch jetzt schon.